Hallihallo und herzlich willkommen Hallo. zu einer neuen Ausgabe der Montagsmaler. Ups, aber ich komme ständig an mein Mikrofon. Ist das nicht schön? Ja, dann musst du da was ändern. Nein, das ist ja. Meine Figuren sieht man gar nicht. Was? Deine Figuren sieht man gar nicht? Dann musst du unter die Kamera halten. Bin da noch nicht so. Soll ich die Oh. Kamera für dich flippen? Nee, klar. So, Moment. Und jetzt guck mal, wie du jetzt. Ah. Also muss das sein? Nee, so schieben, ne? Jetzt hast du das Bild, was du jetzt siehst, ist genau dasselbe, wie du vor dir hast. Ah ja, dann ist es doch schon mal ein bisschen besser, ne? Okay. Aber der ist ja jetzt Nebensache. Genau. Ja, und heute geht's mal wieder ans Malen. Caro hat ja auch noch ein paar Figürchen, die sie gerne bemalen möchte. Ich habe meinen Saurus-Krieger hier noch rumstehen, der auch noch Farbe haben möchte. Ja, und dann denke ich, machen wir da einfach mal weiter. Kann aber auch nicht versprechen, dass man während ich male irgendwas sieht. Ja, nee, solange man zwischendrin sieht, was du da treibst, denke ich, reicht es völlig. Nee, man sollte nur die Pinsel hier sehen und vielleicht eine Figur und dann war's da. Genau. So, dann gucken wir doch mal. Ja, meiner hat das letzte Mal noch ein bisschen, schon mal ein bisschen Farbe bekommen. Aber ist noch weit entfernt von fertig. Und Sehr ja, weit sehr weit entfernt, ja. entfernt. Hat noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen. Da müssen wir ja auf jeden Fall auch mal nochmal in den Keller, ne? Damit die. Oder es sind da keine Figuren Doch, mehr. ja. Da, weil da würde ich dich gerne auch mal mitgucken und welche du mir Noch empfehlen kann oder sowas. nicht empfehlen, sondern Oder einfach die ich bemalen darf. du. Die du nicht bemalen willst oder so, Ah, weißt du? die ich dir sozusagen überlassen kann. Ja, genau. Den brauche ich gerade nicht. Das weiß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt auch male, mitmale, zumindest das Mal. Ich verdünne die jetzt nicht so. Das ist ja viel auch hat das mit. Mindestens. Ich meine, etwas verdünnt ist sie jetzt hier an der einen Stelle, wo ich den Pinsel jetzt mit Ja. Wasser. Ah, mal schauen. Guck mal, man sieht ja tatsächlich was. So ein bisschen, oder? Ja. Cool. Ja, da müssen wir, also wenn wir das sozusagen so häufiger machen, die weiß ist nichts. Ich glaube, die schmeiße ich weg. Das geht mir auf den Senkel. Dass die so. So ausgefallen ist. Die könnte ich wahrscheinlich 3 Stunden lang schütteln und die würde immer noch so aussehen. Oh. Ja, das ist halt doof. Ein Versuch hat sie noch. Und wenn sie dann nicht spurt. Dann sputet sie richtig. Nicht sputen. Gut. Spucht. Dann spuchtet sie. Richtig, habe ich doch gesagt. Ich habe nicht sputet. Ich hoffe, ich habe nicht sputet gesagt. Ja, ich ärgere dich. Weiß, ich krieg's mit. Ich bin dabei. Nein. Ein bisschen, aber viel besser ist das jetzt nicht. Okay.
Achso, hätte ich. Verdammt. Hätte ich als Unterlage noch was anderes vorher draufmalen sollen, ne? Wieso? Bei dem anderen habe ich doch erst weiß gemacht unten drunter, weißt du? Ja, du hast das Grau gemacht, weil du das haben wolltest. Aber das ist jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt einfach. Nee, du kannst. Dafür haben wir sie ja auch so grundiert, deswegen. Okay. Das ist ja. Weil die Farbe jetzt nicht so. Deckt. Also. Ja, das ist. Das. Aber dann braucht die halt mehrere Anstriche. Ja, ja. Aber das ist ja. Ja, vor allen Dingen ist das auch normal. Ich weiß nicht, das Rosa, was ich da jetzt gerade hab, das kam jetzt ganz komisch aus der Tube raus. Oh. Sieht auch sehr schön aus, also. Und vielleicht sollte ich erstmal mit dem anderen. Mit der. Aber weitermachen. Was mache ich denn hier eigentlich? Meine Finger müssen noch wissen, wie sie die Pinsel. Welche Hand möchte den Pinsel? Ja, das Darüber sind sich meine Hände noch nicht ganz einig. Tja. Dann sollten Sie das mal werden.
ob ich die an der Stelle bemalt, was ich eigentlich nicht bemalen wollte, aber okay. Ja, da. Das ist ja auch nichts Neues bei mir. Es ist eigentlich egal, was ich mache. Mit Wasserfarben, Buntstift, Filzstift. Steht eigentlich immer entweder über die Linie. Ja. Ja, das macht ja was. Was noch gerne passiert, dass die Farben miteinander verschmieren, was ich auch nicht immer haben will. Ja, da bist du dann nicht geduldig genug, um die. Wieso? Ja, du musst ja halt erstmal trocknen, die Farbe. Nein. Doch. Nein. Muss ich nicht. Mit dem Extra-Tischchen, das funktioniert echt super. Das ist gut. Das funktioniert. Dann haben wir jetzt auch mehr Platz, also du hast mehr Platz. Und du hast sowieso dann Platz. Jo. Wie das überhaupt aussieht.
worüber könnte man sich denn unterhalten? Das ist eine gute Frage, ja. Wenn es niemand da ist. Bei Umständen, was mal. Was ich mal ausprobieren würde, ist, dass man nicht auf Twitch streamt, sondern auf YouTube. Mit dem Malen, oder was? Ja, nicht nur mit dem Malen, sondern überhaupt einfach, dass man das mal ausprobiert, ob das gut funktioniert, ob das, ja, ob man da, ja, ob man da, ja, ich weiß nicht, ob man nicht mehr Leute erreicht, ob man das jetzt vielleicht für manche Leute einfacher ist, das zu finden, beziehungsweise den Streams beizuwohnen. Weil viele Leute haben ja schon ein Google-Konto. Mhm. Oder zumindest benutzen YouTube für alles Mögliche. Weil Twitch ist ja ein reines Streaming-Portal. Mhm. Und ist ja auch so, dass du dich immer erst anmelden musst und so weiter, damit du im Chat mit teilhaben kannst und so weiter. Und unter Umständen ist es auf YouTube dann etwas einfacher, weißt. Vor allen Dingen dann auch, wenn du unterwegs bist, weißt. Weil die YouTube-App hat ja jeder, der ein Android hat, ja im Prinzip ja eh schon drauf. Mhm. Aber ja, das wäre mal auszuprobieren, ob man das. Aus diesem Grund macht man Farben immer zu. Es ist zu. Ja, eben, aber ich genau, mich deswegen finde ich. Ah ja. Das ist ja das Tolle daran, dass du sie zugemacht hast. Das war jetzt mehr ein Service-Tipp an die Zuschauer. Bitte. Hat mir jetzt. Den Rest gegeben für den Tag. Und vielleicht sollte man die auch nicht da einstellen, wo man mit dem Arm hin. Ja, das. Schreibt. Aber ich hatte jetzt keine andere Idee. Wohin damit, ne? Genau. Morgen ist wieder Stardew Valley dran. Mhm. Oder müssen wir mal gucken, ob wir das mit der großen Map hinkriegen. Okay, dann. Nachdem es ja jetzt diesen Übersetzungspatch. Ja. Ah, den Local. Weil es ist ja im Prinzip ja trotzdem immer was Neues und dann. Aha. Ja, ich habe mein Handy mal wieder nicht abgehört. Du hast dein Handy mal wieder nicht abgehört. Ja, mal wieder nicht abgeschaltet. Also auf stumm geschaltet. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Weiß. Was denn das? Das weißt du auch nicht, ne? Ja. Aber dann machen wir das doch. War nur eine E-Mail. Ach du.
Egal, ja, welche. Ja. E-Mail. Ja, eine ganze E-Mail. Naja. So, jetzt haben wir die... Die Lederriemen haben wir jetzt mal... So bei mir auch zwischendurch drauf. Ja, so ein bisschen. Ja, ich weiß, die eine ist ein bisschen. Was denn? Marktklubbig. Ach, hallo Devin. Hallo Devin. Ich hab mich schon gefragt, wo du. Ja, gut, ich hab's nicht laut gesagt, aber ich hab mir gedacht, ja, wo bleibt Devin? Wo bleibt er denn, ja? Ja, wenn man mal so eine Institution ist, da warten nein, die Leute auch. Sag mir nicht. Ich bin weiß, mal. Wo der, wo jetzt dieser pinke. Soll ich dir den mal wegmachen? Wieso? Ja, sind nicht, dass du dir dann noch irgendwas anderes verschiebst. Aber. Nee, ich. Hallo? Hier muss sich keiner rechtfertigen dafür, dass er nicht da ist oder irgendwie zu spät dran oder sonst irgendwie was. Gibt immer irgendwas, was durchaus wichtiger ist oder was dazwischen kommt. Ja. Da machen wir hier keinen. Wir haben ja gerade im Prinzip. Sitzt. Angepackt. Eine von deinen Eltern unterschriebene Entschuldigung bringen. Ja, natürlich. Ja, ja. Attest vom Arzt. Ne? Genau, Attest vom Arzt. Sonst gibt's nämlich keine Sonne ins Heft. Genau, keine Sonne, kein Smiley-Aufpepperchen. Kein... Das ist Kleingedruckte gewesen. Das ist Kleingedruckte, ja genau. Nein. Alles gut. Bei uns gibt's keine kleingedruckten Sachen. Ja, die sind alle groß gedruckt. Mhm. Außer der Drucker möchte einen ärgern und dann druckt er das extra klein. Ah, der ist kaputt, genau. Dann ist ja gut. Am besten per Fax, weil wir keinen genau. Fax haben. Ja, manche Leute haben tatsächlich noch Faxe. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja. Oder so. Aber es werden weniger, zum Glück. Also, zumindest. Aber ist nicht schlimm, wenn man eins hat, ne? Ja, wenn man eins hat, dann hat man halt eins, aber. Ich denke. Als E-Mails und so weiter. Per Brieftaube. Das ist genau richtig. Stimmt, wir haben ja hier genug, ne? Wir haben ja genug Tauben, haben wir ja. Aber ich weiß nicht, ob die in der Lage sind. Ja gut, wenn man sie trainiert. Ja, klar. Was gucken wir denn? Was wir als nächstes bemalen. Ich muss den Po von der Spinne machen. Das ist doch der Po. Also. Ja, der Hinterleib. Den kann ich doch dann
genauso in Nacht mache, so wie ich will. Ja. Und du wirst ja mir da nicht reinreden. Das hatte ich nicht vor. Wollte dir nicht reinreden. Du kannst die bemalen, wie du lustig bist. Mhm. Irgendwann habe ich Schatten. Hm? Hast du dir selber Schatten? Ich meine, mein Schatten ist ja groß genug. Ach nee, jetzt habe ich da auch noch... Jetzt habe ich mal wieder schön hingekriegt. Ich habe sogar mit dem kleinen Pinsel... große Flecken zu machen? Ja. Komme zu Pinsel, kleine Flecken. Das war gesicht. Entschuldigung. Irgendwie hatte ich jetzt... Nee, noch eine kleinere Figur. Ging wirklich nicht mehr. Ja doch, oder gibt's noch kleinere Figuren als das sicher. Hier? Müsste ich jetzt gucken, aber also es gibt noch aber kleinere. Aber ich wüsste nicht, ob ich mir das zutraue. Und ob ich die überhaupt selber erkennen könnte. Ja. Noch kleiner. Und? Kannst du ja mal zeigen. Nee. Nee. Ich hab grad die Spinne im... in der Hand. Sowas hier, ne? Ja. War das? Ja. Und wenn meine dicke Hand oder... Ja. Deine dicke Hand. Meine dicke Hand. Ja. Meine dicken Protzen. Die dicken Protzen. Ja. Und ich muss erstmal selber gucken, wo ich da hier eigentlich hinmale. Ah ja. Oh Gott. Ich krieg die Beine bemalt, ich hab's kommen sehen. Ja, wo ist dann das Problem? Oder wolltest du die Beine noch nicht bemalen? Ich wollte die Beine eigentlich in der Farbe schon mal gar nicht bemalen. Ach so, ja dann. Aber wie das bei mir halt immer so ist. Wird immer... Ich hör gleich auf. Ja, aber ich kann es ja übermalen. Denke ich. Ja, ja. Ist vielleicht noch zu retten. Ja, wenn es gut getrocknet ist und so weiter, kannst du ja drüber malen. Nein, ich hab so viel Zeit nicht. So. Weißt du? Ja, dann. Wenn die Dame nicht genug Zeit hat. Ich könnte mir auch einfach so einen Malerpinsel holen, weißt du, so mit breiten Dings. So, Busch über die. So breit. So, fertig. So, weiß nicht, so. Oder diese Rollen. Ja, nee, genau. Nee. Schwupp. Heißt? Ganz genau. Ein Pinselstrich. Nur fertig. Vielleicht sollte ich die vorher noch tapezieren, dann habe ich schon mal die Basis. Tapezieren? Ja, mit Tapete und so, ne? Ja, klar. Weil man tut ja auch erst die Wand tapezieren, oder so. Ja, normal schon, ja, mit Raufaser oder so. Okay, dann sollte ich sie nicht tapezieren, weil ich ja nicht normal bin. Hm? Ach so. Du machst das so rum. Ja. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Was soll ja eigentlich der Kopf werden? Hm.
Lilla, ne? Ja, das weiß ich nicht. Du. Aber wir wären dann die Beine schwarz. Ja, klar, warum nicht? Ne. 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 Mit Inbrunst heißt das ne. Ja, genau. Super. Diese Tuben sind auch der Wahnsinn. Oder Fläschchen. Würde ich sie jetzt einfach mal. Ja, da ist, glaube ich, relativ schwer, das dann so zu dosieren, wie man das haben möchte. Könnte ich mir vorstellen. Oh Gott. Habe ich das jetzt geschafft? Nee, Gott sei Dank. Es war nur, was schon da war. Keine Farbe. Ich hätte es jetzt hingekriegt, direkt das Bein vorne lila anzumalen. Direkt. Ja. Was ich auch nicht haben wollte, ne? Nur so nebenbei. Erwähnt. So. Oh, aber ich hab da. Ist halt nichts. Nee. Ich hab schon wieder was bemalt, was ich nicht bemalen wollte. Das ist unglaublich. Also, jetzt wird's aber langsam. Ja, unglaublich, ne? Ja. Ja, ich bin dafür nicht gemacht. Solche kleinen Figuren. Bräuchte ich für meine Brille, glaube ich, noch größere Gläser. Und wer weiß, ob ich die dann schleppen kann. Ja, ich denke, früher oder später muss ich da auch mal zum. Ach ja? Zum Optiker, ja. Ich dachte, du hättest kein Problem. Ja, im Prinzip habe ich auch keine. Aber es gibt so Momente, wo ich denke, so, das hat schon mal besser funktioniert. Ach so. Aber. Ja, aber ich denke, es ist nicht so arg. Also. Aber unter Umständen sollte ich mir eine Filterbrille anmachen lassen. Unter Umständen auch eine gewisse Stärke hat. Und so viel wie ich an Monitoren arbeite und so weiter. Ist vielleicht nicht unbedingt immer so bringe. Dann da auf Dauer gesehen zumindest da was tun sollte, damit sie zumindest nicht schlechter werden. Mhm. Ich habe ja so eine blaue Lichtfilter-Ding, so die ist. Aber da. Okay. Vor allen Dingen. Doof aus. Okay. Ja, ne? Nee. Aber es ist fürs Mal. Eigentlich das mit dem Urin. Achso, ja. Ja, die, am besten die, in so ein Spray reinfüllen und dann auf die. Ja, oh. Ich wollte gerade fragen, was ist das? Urinfrische. Was ist die Anwendung? Trinken, trocknen, pressen und als Tablette einnehmen. Jetzt. Ja. Dann muss ich mal gucken. Ja, also
Brille ist unter Umständen dann... Ja, muss ich sagen, fürs Malen ist natürlich dieser Gelbfilter total nutzlos, weil ich dann die Farben meiner Figuren nicht so erkenne, wie ich sie haben möchte. Aber ja, wenn man spielt oder sowas, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, die dann aufzuziehen. Aber ich habe tatsächlich so bei ab bestimmten Entfernungen und so weiter, oder wenn es besonders nah dran ist und so weiter, merke ich, dass die Augen den Fokus jetzt nicht so gut auf die Reihe bekommen, wie sie sollten. Und deswegen sollte das vielleicht mal, zumindest mal überprüft werden, was da so ein Optiker sagt, ob ich da Brille brauche oder nicht. Oder... Du musst ja eigentlich auch mal zum Augenarzt, ne? Einen Sehtest machen. Ja, so, dass du deine... So ein, was ich jetzt tatsächlich, ob ich nochmal eine bessere Brille brauche. Oder ja, ob das einfach so weiterlaufen kann. Ja. Könnten wir ja mal einen dann irgendwie zusammen ja, ausmachen oder sowas. Mal, ne? Ja. Demnächst. Nächstes Jahr. Ja, ich wollte ja hier weiterarbeiten. Dass hier was wird. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich das hier vorne auch liegen. Die Augen. Das, was die da oben drauf hat, ist ja nur so dieses Nackenschild irgendwie. Also kannst du ja die Farbe kannst du ja dann für die, fürs Gesicht sozusagen ein bisschen variieren, wenn du das möchtest. Ach, ja, das hätte ich vielleicht früher wissen sollen. Naja, jetzt wird sie lila, dann hat sie halt einen komplett Panzer im Gesicht. Ja, nee, bei Spinnen kommt es ja auch häufiger vor, dass das Gesicht auch die gleiche Farbe hat wie der Rest vom. Nein. Ja, doch. Kannst du mal sehen.
Ja, Devin, wie war dein Wochenende? Dich bemalt. Ja, weil ich. Ja. Ganze Zeit gepennt, nur Modern Warfare. Nicht schlecht. Was haben wir gemacht? Ah ja, YouTube aufgenommen. Und auf also wir haben ganz, YouTube aufgenommen. Genau. Danach haben wir das ganze Internet wieder runtergeladen. Ja. Nein, aber ja, wir haben für Sachen für YouTube aufgenommen. Und gestern waren wir auf dem Geburtstag. Auf dem Geburtstag. Auf einer Geburtstagsfeier. Ne? Ja. Genau. Ja. Und lecker Kuchen. Mhm. Mhm. Naja, kommt ja immer drauf an bei YouTube, was man sucht. So, was davon dann sozusagen brauchbar ist und was nicht. Aber ja, ich denke, da gibt es auch viel. Aber das ist auch bei den englischen Kanälen wahrscheinlich auch nicht viel anders. Dass da auch viel Mist dabei ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Die hätte ich auch ein bisschen besser schütteln müssen. Aus diesem Grund gucke ich mir die Trends gar nicht an. Ich suche meistens dann gezielt nach irgendwelchen Dingen. Und ich habe so meine Kanäle, die ich abonniert habe. Ja. Mehr ist dann eigentlich nicht. Inzwischen drin, ja, man kriegt ja dann immer irgendwelche Vorschläge aufgrund seiner seines Surf-Verhaltens. Aber ja. Ja, es gibt schon sehr viel Mist. Aber wie so oft oder wie überall, so bei fast allen Medien, egal ob das am Fernsehen ist oder YouTube oder Facebook oder sowas, manche Sachen denkst du dir einfach so. Muss das sein? Nee, die deckt immer noch nicht. Ich muss die mehr schütteln. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Am. Nein. Oh, sieht doch gut aus. Nein. Doch. Wir müssten uns doch mal so einen
Rütteldings für die Farben besorgen. Mhm. Laborbedarf oder so. So. Geht das jetzt besser? Sieht mal besser aus, ob das dann allerdings der Fall ist. Das sehen wir jetzt dann. Ja, schon besser. Farbpartikel sind zumindest schon mal etwas besser verteilt. Decken tut sie immer noch nicht gescheit, aber dann machen wir halt. Machen wir halt mehr Schichten. Ja, ich wollte aber eigentlich dann. Ja, in Modern Warfare spielst du dann die Singleplayer-Kampagnen. Kampagne. Oder gehst du dann Multiplayer? So richtig. PvP. Ah. Ja, das ist, ich denke, da kann der Battle Royale Modus tatsächlich helfen dann. Wenn sich das Gebiet, in dem man kämpfen kann, immer weiter verkleinert. Ja, dann werden die Spieler wohl dazu gezwungen, mal sich ein bisschen durch die Gegend zu bewegen. Das macht dann schon Sinn, ja. Ich finde das cool. Ich kann die Hände hochhalten. Eieiei. Ich kann die Hände hochhalten. Und neben mir wird eine auf magische Weise eine Figur bemalt. Wie kannst du das? Ja. Ich bin Dr. Octopus. Nein, bin ich nicht. Ja, aber es hat schon irgendwie was. Ja, genau, es geladen, aber. Mal schneller. Du hast jetzt meine Figuren anzumalen. Werde ich angeschwiegen. Mit Recht. Ja. Nein, das ist. Nee, ist nicht so. Nee, ist nicht so. Nein, sie hat sich die Figuren alle selbst rausgesucht. Das habe ich mir alles selber ausgesucht. Genau. Mhm. Hast du dir alles selbst eingebrockt? Ja. Weiß. Ja, du wolltest mal malen? Und dann habe ich gesagt, hier hast du eine Kiste, die malst du jetzt an. Und wehe, wenn nicht. Und wehe, die sind nicht fertig. Und sehen nicht gut aus. Dann aber
Dann grundiere ich sie alle neu und du darfst sie nochmal bemalen. So lang, bis ich zufrieden bin. Mhm. Nein. Mhm. Das wird nicht passieren. Ich kann keinen Bock mehr auf die andere Spinne. Ich weiß auch nicht. Nee, das ist aber ganz normal. Deswegen macht man das ja häufig auch so, dass man dann die zweite Figur noch da hat, mit der man dann sozusagen weitermacht. Erstens kann die andere Figur dann in Ruhe trocknen und zum anderen sieht man dann auch mal was anderes sozusagen. Ja, noch eine Spinne. Eine andere Spinne, ja. Nee, das gibt's nur. Also Menschenblut muss jetzt nicht sein. Also sagen wir mal so, es gibt zwar diesen Chaosgott Khorne, der so Blut und Schädel und so weiter und die Games Workshop Spieler oder überhaupt so Warhammer Spieler machen immer den Witz, dass diese Figur, vor allen Dingen diese Figuren dann auch tatsächlich mit Blutopfer zusammengebaut werden müssen. Aber nee, Sicherheit geht vor. Man muss sollte man trotzdem aufpassen. Nicht so wie ein Kollege damals, der sich mit dem Handbohrer in den Finger gebohrt hat. War aber nicht schlimm. Wirklich? Das hat er ja auch da am Nagel, oder? Nee, nicht ganz. Ein Fingernagel. Nee, er hat sich nicht in den Fingernagel gekriegt. Ja, nein, aber... In die Fingerkuppe. Mhm. Damit er einen weiteren Nagel aufhängen kann. Ja, nicht nur im Jahr 2020 sollte man aufpassen, was man so sagt, sondern generell. Es könnte missverstanden werden. Okay. Aber nein, jetzt ja, eben. Ist er weg? Aber ich denke mal, es ist Gott sei Dank noch gut gegangen, ne? Ja, also das mit dem Fingerbohren. Also sagen wir mal so, diese Handbohrer, die man da benutzt, die sind ja nur, weil sie sich irgendwie einen Millimeter dick oder so. Hm. Aber ja, er hat halt schön durch ein Plastikteil gebohrt. Das erinnert mich irgendwie an das Fondue. Ah. Das mal. Ja, so. So weiß und dann stichst du da was auf und dann rutschst du weg und dann hast du es im Finger. So, das ist mir passiert. Ja, also im Prinzip ist es genau dieselbe Aktion gewesen wie bei dem auch. Er hat halt gebohrt und hat halt gebohrt und irgendwann war er durch und dann war da kein Widerstand mehr und dann hat er sich in den Finger gebohrt. Das ist, ja. Wir haben alle herzlich gelacht. Er auch. Und dann hat er sich den Finger verarztet und dann war die Sache erledigt. Und wir hatten alle eine nette Anekdote. Deinen Bauch mit dir. Ja. Hast du schon Hunger? Nein. Okay.
Aber ich mag ja auch nicht rumrülpsen, ne? Ach so, ja, okay, das ist. Und ins Mikrofon, was ist denn heute ins los? Ins Mikrofon. Ins Mikrofon. Mit Doppel-Ü wahrscheinlich. Mikro. Und Doppel-G. Ins Mikrofon rülpsen, ja. Wie heißt so schön, solange es die Vorderzähne aushalten? Jetzt muss ich ein bisschen warten. Ja. Sprachenbubble. Ja. Deutsch als Fremdsprache, ne? Ja, das ist. Hinter mir spinnt der Greenscreen schon wieder rum. Stimmt wieder eine Falte hier. Ist halt auch schon alt, weißt du? Ha! Da kriegt man halt die ein oder andere Falte. Ja, wenn man. Also der Vorhang. Der Vorhang, ja, weil er, wenn er schon älter ist, dann, ja. Letztes Jahr gekauft. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, also von dem, was ich bisher gehört habe, ist Deutsch tatsächlich zum Lernen eine der schwersten Sprachen. Angeblich. Also von Leuten, die jetzt Deutsch lernen als neue Sprache. Wenn du, ich denke, das ist wie mit allen Sprachen, wenn du damit aufgewachsen bist, dann ist das nicht ganz so schwer. Da babbelst halt so, wie es kommt. Ah, so wie auf Bubble. Wie so wie aufs Bubble, genau. Aber das soll wohl ganz gut sein, was? Ja, also das habe ich auch gehört. Das, von den Leuten, die es bisher genutzt haben, scheint es wohl doch recht gut, ein gutes Lehr- und Lernsystem zu sein. Also von daher, jo. Kostet halt Geld, aber ansonsten. Ja, die ganzen Fälle und wie konjugiere ich und wie dekliniere ich und die 27 verschiedenen Möglichkeiten, Zeiten zu benutzen. Das finde ich aber in Englisch aber auch. Das habe ich gar nicht so hingekriegt. Auch da ist es so, das, was tatsächlich gesprochen wird, ist nicht immer das, was aber die ja, Leute weißt du, beigebracht bekommen. Aber wenn man einen Aufsatz schreibt, wie viele Zeitunterschiede ich drin habe. Ja, das ist dann was anderes. Achso, das schon, ist wieder was anderes. Nein, das was sollte ja dann schon zumindest alles in derselben Zeit passieren. Ja, bei mir nicht. Bei mir kann das jetzt, gestern, letztes Jahr, nächstes Jahr. Ich habe noch sehr viele Schwierigkeiten. Die überhaupt offen? Ja, weil normalerweise schon, ja. Ich habe damit schon mal gemalt. Ja, Farbe, was? Entschuldigung. Ich bin gleich Sag wieder mir da. Ich weiß nicht, dass ich jetzt Farbe im Gesicht habe. Ich hab doch gar keine Farbe im Gesicht, oder? Nein, du hast keine Farbe im Gesicht, aber. Oh, Gott sei Dank. Ja, soll ich das mal. Sieht schön aus, ne? Ja, super. Das hätte auch im Gesicht landen können. Ja. Hätte ich schwören können, dass die schon offen war.
Perfekt, Devin. Vielen Dank. Das geklippt. Wie gut, dass bei mir noch keine Facecam ist. Es müssen, für so Sachen wäre es total... Du glitzerst. Ja. Sieht man das hier auch? Ja, sieht man. Das ist so wunderschön. Ich bin erschrocken. Also ich meine, das hat man ja auch überhaupt nicht. Ich bin froh, dass es nicht im Gesicht... Also... Ja, das ist halt... Das ist alles soweit in Ordnung. Das hätte ja jetzt auch, weiß ich, irgendwie dir, weiß nicht, wie viel Farbe entgegenkommen können. Und ich, du hättest jetzt erstmal unter die Dusche springen müssen und Wäsche waschen und so Zeugs. Aber, aber sehr, sehr geil. Bestimmt auch mein Gesichtsausdruck. Also, ja. Oh nee. Bei denen kannst du das irgendwie nicht abdingsen. Müsstest du aufschrauben und dann mit einem Holzspießchen oder sowas die Farbe rausholen. Mal gucken, oder? Ob die Farben überhaupt jetzt zusammenpassen. Ja. Ob sie matchen? Ja. Nein. Na, wenn ich doch eh schon unterwegs bin. Ja, ne? Kannst du auch gleich noch... Nee, das machen wir nicht. Nein. Du gehst erst an Müll und dann Wäsche waschen, weil wenn du unter die Dusche mit nassen Haaren jetzt raus, erkältest du dich ja nur. Wie gut, dass du dir ja so Gedanken machst. Ja. Ne? Wenn ich dich nicht hätte. Ja, ne? Hätte ich wahrscheinlich solche Probleme nicht. Mit der Farbe. Weil ich dann nicht Figuren anmalen würde. Ja, Devin, ich glaube, du musst deinen Müll selber rausbringen. Bis zur Mülltonne. Weil ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie so weit gehen möchte. So weit gehen möchte. Ich will gerade sagen, die Strecke noch auch... Also Bio bringe ich auf jeden Fall nicht raus. An die Biotonne gehe ich nicht. Oh nein! Was im Nacken. Alles gut? Yep. Ja. Die Farbe auf meiner Hand ist jetzt so schwer. Ach so, jetzt. Dass ich die Spinne kaum tragen kann. Ah, ja, halt. Dann. Ich hätte aber wirklich schwören können, dass ich mit der schon gemalt hatte. Mit der Farbe. Ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie eine. Hat der denn eine andere oder sowas? Oh, nee. Heute ist Montag, ne? Heute ist Montag, ja. Den ganzen Tag und Abend mit Beleuchtung. Ja. 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 Ja, das kann ich auch. Das kannst du auch, ne? Mhm. Ja. Ah, dann gucken wir mal.
Tja. Das ist. Ja, das habe ich damals auch nicht verstanden, warum die in den Chat kam. Oder der, die, das, wie auch immer. In den Chat kam, da einfach mal was reinschmeißt und dann wieder verschwindet. Vor allen Dingen, weil die noch nie hier im Kanal, auf dem Kanal war. Diese Person. Den Twitch-Namen habe ich da noch nie gesehen. Ja, das ist wohl wahr. Geschafft. Manche Dinge muss man. Hast du dich bemalt? Was denn? Ja, du sagst, jetzt hab ich's wieder geschafft. Ich weiß nicht. Aber ich nenne ja das schon bemalen. Ja. Deswegen war das, hast du dich bemalt? Ach so. Ein bisschen überflüssig. Überflüssig, okay, ja, gut, okay. Nee, ich hab schon wieder das bemalt, was ich nicht wollte. Ach so. Ja, dann. Nee, aber Devin, hast schon recht, also manche Dinge muss man nicht verstehen. Ich glaube, ich mach jetzt Pause. Willst du jetzt Pause machen? Mhm. Ja, dann mach mal Pause. Kannst du mal ja malen. Nee. Nee, Pause machen zwischendrin ist schon ganz, ganz praktisch und wichtig. Kannst einfach was trinken. Ja, natürlich, immer. Oh. So, jetzt stelle ich mir die mal hier hin. Sehen doch ganz nett aus. Hm. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Finde ich gut. Irgendwie sind meine Hände auch wieder total trocken. Hm. Zumindest die eine Hand, die immer trocken ist. Die immer trocken ist. Kannst du nass machen, sofort trocken. Ey, das ist, Wenn sie dir wieder eincremen, dann nachher. Wahrscheinlich, ja. Da war wahrscheinlich sowieso schon alles Ja. Vielleicht war das auch irgendwie so ein komischer Bot. Der halt irgendwann mal wild irgendwelche
Satzteile in den Chat geschrieben hat. Und dann wieder verschwunden ist. Ja, genau. Es ist ausgebrochen. Da hat jemand sich mit künstlicher Intelligenz rumexperimentiert und das ist dabei rausgekommen. Sekunden. Ja, da. Das hört. Achso, das will man nicht. Ja, alles bemalt, nur nicht das. Nur nicht die Stelle, die du bemalen wolltest. Und ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Da kann ich noch zu viele Figuren anmalen. Das wird immer so bleiben. Ja, aber schade. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich da rankomme? Gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Siehst du? Ich weiß doch.
Guck dir mal die Augen an. Moment. Ja, siehst du? So. Das reicht schon. Du meinst, es reicht nicht? Bist mit dir selber wieder nicht zufrieden? Das ist die zweite Figur, die du bemalst? Die dritte? In wie viel Stunden? 3 Stunden? Insgesamt bemal Aktion? Was denn? Ich weiß nicht, ob das... Ob das auf Dauer was für dich ist. Okay. Ja, nee, das ist ja auch... Gut, Devin. War's denn wenigstens erfolgreich? Du musst nicht antworten. Wir wollen es nicht so genau wissen. Immerhin! Aber es ist ja ein Fortschritt. Mal nur wieder. Bist du dir selber nicht präzise genug? Rote Zähne. Ja, ist doch gut. Warum nicht? Ich wollte aber nicht die kompletten Zähne. Ich wollte nur dieser... Der Rest sollte eigentlich... Ja, egal. Das sollte so vieles nicht. Ein viel ist ja tatsächlich einfach nach eigenem Ermessen und du kannst Dinge einfach so tun.
Müssen wir wieder einen kleinen Moment warten. Schon irgendwie interessant. Deine Kamera an, mach mal andersrum. Die nicht Background. Pinsel auch auf der richtigen Seite. Was? Hey? Green. Da drauf. Blue Green. Ich könnte ja auch was anderes ausmalen. Kannst doch. Weißt du, dass ich das nächste Mal einfach Mandalas ausmache? Ja. So auf die Art. Oder einfach vor dich hinzeichnest oder irgendwie sowas. Ich glaube, das mit den Figuren ist nicht so dein Ding. Meinst du? Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Also oder die Spinnen sind. Die sehen irgendwie einfach aus. Nur irgendwie verliere ich dann zwischendurch. So. Weiß nicht. Wie will ich die anmalen? Also die Inspiration. Ja. Ja, genau. Malen nach Zahn. Malen nach Zahlen, ja. Klar, warum nicht? Ich hab Malbücher. Du hast Malbücher, ja? Mhm. Malen nach Zahlen. Mit so Drachen. Ja. Könnte ich dann machen. Ah, ja, natürlich. Oder ich male auf meiner Leinwand. Ja, klar, natürlich. Auf einer. Hast du noch Leinwände? Ja. Gut. Auch, glaube ich. Na gut, wenn nicht, hätte man noch welche besorgen können. Bis nächste Woche. An Skript. Welches Skript? Ja. Was, du willst keine Figuren anmalen? Nein! Das ist ein Dealbreaker! Oder vielleicht große, hast du noch große Figuren zum Anmalen? Ja, ich hab... Aber die müssen zum Teil unter Umständen noch zusammengebaut werden. Achso, dein Skript, Devin, ja, das ist ja natürlich... müsstest du allerdings uns noch erst kundtun, dass wir das gegenlesen und einstudieren. Ja, natürlich. Ja, hab ich. Müsste ich haben. Ich hab auch noch so Elder Jetbikes. Mhm. Das sind so Fliegedinger. Fliegedinger. Fliegedinger, genau. Also müssen wir in den Keller. Ja, vielleicht nein, könnte sein. Infolgedessen? Warte mal. Gar nicht sogar. So,
Achso, nee, das ist ein Teil davon, aber da gehört zusammen. Das wäre dann ein Viper, da gehört noch mehr dazu. Aber das wäre dann die Größe. Sowas hier. Das ist der Deckel, den ich da vorne drauf. Muss das nicht Klick machen? Ne, muss nicht Klick machen, weil es sowieso dann geklebt wird hinterher. Ach so. Ist. Also so weit geht. Ja. Wenn du da drauf Bock haben wollen, Ketten. Alles, Weil, wie gesagt, ich bin nicht für so Sachen und Sachen hier. Es ist nicht jedermanns Sache und deswegen, also von daher darfst du da auch gerne andere Dinge tun. Regel Nummer 1: Keiner redet über den Fight Club. Könnte ja noch eine Spinne bemalen. Und dann kann ich mir vielleicht sicher sein, dass ich nicht male. Ja, natürlich. Aber Hauptsache erstmal die ganzen Spinnen verunstaltet. Dass du dann korrigieren darfst. Das muss ich dann korrigieren, da gehe ich dann einfach wieder mit Grundierung drüber. Was? Und dann ist die Sache erledigt. Ah ja. Nee. Nee. Das machst du nicht. Ach so. Die da musst du so weiter machen. Die muss ich dann in deine Dings weiter bemalen. Ja. Das ist bestimmt lustig. Ja, voll. Dann glaube ich mal fest dran. Ja. Ja, weil kommt Spinne Nummer 3. Ah, das macht er nicht. Ah, was sagst du jetzt? Ja, ja. Und dann beschwerst du dich, ne? Nein, ich. Warum sollte ich mich beschweren? Jetzt muss ich die nochmal kontrollieren. Auf jeden Fall freue ich mich schon aufs Händewaschen. Wenn ich dann das Glitzer hier wieder los wirst. Ja. Weil jetzt habe ich keine Lust, weil ich meine, es wird ja sowieso wahrscheinlich noch Farbe folgen. Das, ja. Könnte der Fall sein, ja. Bei mir sowieso.
Devin hat schon wieder Sachen umgestellt. Regisseur wird gesagt. Ja? Modified Automod Properties. So, so. Das neue Skript halt, ne? Ja, das ist jetzt das neue Skript. Jetzt neu. Skript jetzt neu. Mit Jawohl gewaschen. Genau. Bin ich mir nicht sicher, wie und was ich als nächstes bemalen soll. Ach, da ist. Ja, ich sehe es schon. Ich habe hier so viel Farbe auf meinem. Aber das sind ja auch meine Farben. Ja, kannst du ja benutzen wie du. Ja. Ich kann ja nichts dafür, wenn er so viele mache. Ja, wie gesagt, das macht ja auch nichts. Bei Tuben ist das. So. Ja. Sieht doch schon mal gut aus.
Meinst du, willst jetzt so deinen Status festigen? Müsste man eigentlich noch was dazu schreiben, so, weil sich beste aller Zeiten, Komma, einzig wahre, Bezwinger des irgendwas, was man sich gerade raussuchen möchte. Und ja. Ja. Ah, genau. Steintafel wird dann irgendwann gefunden und dann steht es da schon drauf. Ja, Devin. Ja, dann wende dich am besten an Devin. Devin. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. So, da haben wir doch das. Wieder ein ganz gutes Stück weitergekriegt hier. Die Lampe ist ein bisschen zu hell, um dann die Figur da immer ein bisschen zu zeigen. Müsste ich ein bisschen weiter runtergehen, damit man das ein bisschen besser sieht. Farben. Ach ja, so. Jetzt muss ich allerdings wieder warten. Reicht es noch für die letzten 10 Minuten? Na, mal schauen.
Aber ich trinke aus einer fast unsichtbaren Flasche. Wieso? Aber ich das grüne Tuch spiegelt sich sozusagen in der Flasche. Das heißt, die Flasche wird so leicht grünlich. Daraufhin filtert natürlich der Chroma Key das alles raus. Das heißt, ich habe dann nur so eine halbe Wasserflasche in der Hand. Und trinke sozusagen direkt das Wasser aus der Luft. Ja, das ist voll der coole Effekt. Ich bleib jetzt einfach mal hier so sitzen. Hol mir das Mikro ein bisschen näher ran. Hallo. Entschuldigung. Nichts zu entschuldigen. Okay. Ja, das ist. Ja, du kannst ja wohl Leuten irgendwie andere Farben geben und du kannst ihnen Rechte geben. Du kannst Timeouts verschicken, sozusagen. Du kannst auch irgendwelche Emotes sozusagen bauen. Manche sind, glaube ich, in Twitch schon irgendwie drin und manche kannst du dann auch noch selber machen und dem Cloudbot kann man auch irgendwie die Zitatfunktion irgendwie hinzufügen, dass man Zitate sozusagen speichern kann und kann die dann auch wieder abrufen und viele verschiedene Dinge. Und müsste ich mir auch mal in Ruhe angucken. Du hast den einen Spinnenteil hast du grün bemalt. Oh nein. Das macht doch nichts. Den sieht man aber nicht. Ja, man sieht die Wolken von dem Hintergrundbild. Warte. Ich will das sehen. Oh, wie geil ist das denn? Das ist jetzt eine Tarnkappenspinne. Cool, dann hätte ich die ja mal komplett. Das wäre doch geil. Hätte sie komplett grün malen müssen, ja. Ja, das ist, weil das die dieselbe ich Kamera ist. Und ich hätte die als eigene Quelle nochmal anders irgendwie zufügen müssen. Oder ich müsste jedes Mal dann die Filter ein- und ausschalten, aber. Aber es ist lustig. Und dann müsste man vielleicht gucken, dass man. Oh, meine Hand ist voll rot. Deine Hand ist rot? Ja. Die ist gar nicht so rot, wie sie hier eigentlich so tut. Nee, das ist vom. Das ist wahrscheinlich die Farbkorrektur von der Kamera. Unter Umständen müssen wir mal gucken, dass wir nochmal so eine, wie ich hier habe, weil die auch einen Autofokus halt hat. Dann mal besorgen und die da. Was mit dem Grün ist jetzt irgendwie lustig. Hm. Ich kann ja mal den Filter rausnehmen. Filter. Jetzt ist sie grün. Plupp. Sieht aber cool aus. Also mir gefällt das. Das ist die beste Spinne heute. Beste Spinne aller Zeiten. Ja, ich weiß, ich übertreibe gerne. Mal schon wieder meine falschen Hand. Will ich. Weil du beidhändig bist. Nee, bin ich nicht. Ja, die Musik, das ist ja. Ja, das ist das Ende von diesem einen Lied aus Alice McGee. Nein, nicht Alice. Wie heißt er? Dingens McGee Alice. Also das Spiel. Sozusagen die dunkle Version von Alice im Wunderland. Ist der Typ? American McGee, so heißt er.
Alice. Da gibt's dann auch einen zweiten Teil irgendwie. Ja. Ja, das hat ganz, ganz interessante Musik. Und das, was jetzt läuft, ist aus Prince of Persia. Irgendwie die... Also Prince of Persia Two Thrones. Hallo Kida Kiba! Ja, Regenbogenspinne. Mhm. Ah ja. Mit der bin ich wirklich mal zufrieden. Ist es. Ja, ist doch cool. Müsste ich mir überlegen, was ich mit den Beinen dann mache, ob die dann genauso werden. Also. Ja, klar. Bei meinem Glück wahrscheinlich ja nicht. Oder machst halt irgendeine andere Farbkombination für die Beine. So, weiß nicht. Lila, pink. Wenn man den Filter dann wieder reintut, dann hat die erstmal, wo das grün ist. Wolkenmuster. Ja, machen wir wieder aus. Ja. Dann sieht man es wenigstens wieder. Es fehlt nur noch irgendwie dieses. Ich nenne es ja Po. Ja? Das letzte Stück vom Hinterleib. Ja. Ja. Wäre ich auch noch mal in einer anderen Farbe oder so. Klar. Da wird jetzt noch lila fehlen oder so. Ja, zum Was Beispiel. Was heißt fehlen? Rosa. So ein. Ja. Was ist denn das für ein? Dunkleres. So? So? Ja, warum nicht? Sieht doch gut aus. So. Mache ich jetzt noch drei Striche? Oder lasse ich ihn jetzt einfach bis. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so. Für heute. Und dann. Machen wir dann nächste Woche machen wir ihn fertig, dann wird er fertig. Ja, aber ich würde gerne. Saurus-Krieger. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo auch noch ein Schild rumfliegen habe für den. Bestimmt. Ja, muss ich mal schauen. Irgendwo in so einer. Ich muss erstmal gucken, wie ich das hier halte. Dass du da so hinkommst, wie du das haben möchtest. Ja, aber wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende unseres heutigen Streams. Und ja, es war auf jeden Fall sehr lustig. Auch produktiv. Ich bin recht weit gekommen mit der Figur. Und die Caro hat 3 Spinnen. Ja, eine, die mir wirklich jetzt. Wirklich eine, die gefällt. Dir richtig gefällt. Ja, ist doch schön. Ist doch gut. Und sowas kommt mir erst dann gerade so am Schluss, ne? Ja, und? Das macht doch nichts. Du findest dich ja in die Materie auch erst ein. Vielleicht musst du die anderen doch nochmal. Na, wobei. Soll ich es doch nochmal grundieren? Hier, die hier, denke ich. Die mit dem Gold. Okay. Ist nicht so. Vielleicht gefällt mir die Art von Spinne auch nicht so. Ja, dann. Mir gefallen die, die so schöne Abschnitte haben. Ja, Devin sagt es morgen wieder um 16 Uhr.
dann mit einer Schrippe, Brötchen, Semmel oder was auch immer. morgen steht wieder Stardew Valley auf dem Plan. Und wenn wir es schaffen, dann tatsächlich auch eine noch mit dieser großen Karten-Mod, wir noch ein größeres Pelikan haben und irgendwie noch andere Städte oder Dörfer, die dann da irgendwie da drumrum sind, die man dann besuchen kann wohl. Weil es inzwischen da auch eine sozusagen eine deutsche Localization gibt, ist es insgesamt besser, wenn ein Teil auf Deutsch ist. Und ja, Weckler, genau, Weckler ist auch, oder Weck an sich, ist auch ein schönes Wort für Brötchen. Ist schon toll. Cool. Freut mich. Ja, genau. Wo war ich? Ja, morgen Stardew Valley, auch ab 16 Uhr. Und Mittwoch definitiv diese Woche kein Stream, weil ich jobtechnisch auf einen Telekom-Techniker warten muss. Und der soll zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr kommen. Muss ich vorher auf jeden Fall mein Handy geladen haben und vielleicht den Laptop, damit ich irgendwie die Zeit rumkriege. Am Donnerstag auf jeden Fall wieder. Wir haben ja Trine 4 jetzt durch. Und da müssen wir uns jetzt was überlegen, was wir dann als Nachfolge-Spiel machen. Vielleicht tatsächlich so ein Wimmelbildspiel. Blablabla. Weil ich denke, das kriegt man so in einem Stream im Großteil durch. Oder? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Und am Freitag. Oh yeah, wow, oh yeah. Am Freitag geht es dann wieder nach Lego Star Wars. Oh man. Lego Star Wars komplette Saga. Den Todesstern haben wir jetzt zerstört, den ersten. Jetzt müssen wir uns um andere Dinge kümmern. Und und so sieht zumindest mal diese Woche aus. Und dann, ja, genau, möge die Macht mit euch sein. Ja. Dann soll es das zumindest mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich fand's lustig. Ansonsten gibt's diesen Stream wie auch fast alle anderen Streams auch auf dem YouTube-Kanal. Wenn man Ausrufezeichen YouTube eingibt im Chat, kriegt man direkt einen Link zu unserem Kanal. Einfach mal reinschauen. Ist auch recht lustig da. Gibt's noch viele andere Sachen, die sich nicht unbedingt immer zum Streamen eignen. Auf jeden Fall bis morgen und bis dahin noch einen schönen Abend. Genau. Habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.